So, hallo zum Corona, solidarischen Corona-Quarantäne-Überbrückungsprogramm. Ha, bald kann ich es auch flüssig. So, folgendes. Ich dachte heute, ich gehe einfach mal ein bisschen im Wald spazieren. Evelyn geht auch mit. Die ist allerdings da vorne irgendwo hinten im Gebüsch verschwunden, weil sie da irgendwelches essbares Zeug sucht. Und ja, ich habe hier eine kleine Sehenswürdigkeit. Das machen wir heute. Ein paar kleine Sehenswürdigkeiten, ein paar Kleinigkeiten und dann ist auch wieder gut. Ne? So, und zwar da droben. Da hängt ein Kobel, den zoome ich euch mal ran. Ein Kobel, was ist das? Ja, das ist die Behausung vom Eichhörnchen. Der ist bewohnt. Vor ein paar Tagen ist eins rausgekommen, als jemand hier spazieren gegangen ist und hat es mir erzählt. Ich habe jetzt natürlich kein Glück, dass jetzt ausgerechnet in dem Moment, wo ich da bin, nochmal der, die das Bewohner rauskommt. Man kann übrigens Eichhörnchen nicht optisch einem bestimmten Geschlecht zuordnen. Die Männchen sind zwar ein bisschen größer, aber nur so wenig, dass man das höchstens auf der Waage wägt. Oder halt, wenn man dann eben am leider dann toten Tier betäuben, ist auch schwierig. Die sind so klein, das ist hier nicht so einfach. Leider dann am toten Tier eben entsprechend feststellt, was für ein Teil da noch dranhängt oder halt eben nicht. Ne? So. Da kann man ihn schon sehen und da kommt er näher und das ist er. Das ist jetzt nicht unbedingt der schönste Kobel aller Zeiten, aber ist wohl tatsächlich einer. Meistens sind die tendenziell eher etwas runder. Ja, kann also auch mal durchaus passieren, dass sie eher so ausschauen. Es könnte noch ein etwas junges Tier sein. Tendenziell wird der Kobel umso schöner, je älter das Eichhörnchen. Und übrigens, weil sie den Hintergrundlärm erzeugt, das ist ein Aggregat. Hier braucht scheinbar jemand für seinen Gartenstrom. Da, irgendwo. So, wo haben wir das Ding? Wo haben wir es? Jetzt ist es weg. Mal rauszoomen. Da ist es wieder. Ja, also, das wäre einmal eben Kobel Nummer 1. Und eventuell ist das Teil da weiter hinten, genau da hinten. Das könnte auch sowas in die Richtung sein, glaube ich aber eigentlich eher nicht. Wie gesagt, beim vorderen Teil, da wissen wir es. Und hinten ist die Frage. Eichhörnchen sind ja jetzt wieder ganztagsaktiv. Die stehen normalerweise auf, wenn die Sonne aufgeht. Sind dann besonders aktiv bis zur Mittagszeit, machen dann eher ein Mittagsschläfchen, kommen dann noch mal raus und sind dann am Nachmittag noch ein bisschen unterwegs. Aber Aktivitätssperrpunkt liegt auf jeden Fall immer am Vormittag, gerade wenn das Jahr noch nicht allzu alt ist und es erst im Frühjahr ist, dann sind sie noch auch gar nicht so viel draußen, sammeln auch teilweise, je nachdem, ob sie Vorräte angelegt haben oder nicht, erstmal die noch ein und essen dann noch mal auf, was noch da ist. Und dann fangen sie erst wieder an, ja, quasi sich frische Nahrungsmittel zu suchen. Ja. Nicht jedes Eichhörnchen legt zwingend immer Vorräte für den Winter an, wenn es zum Beispiel in einem Nadelwald wohnt. Das ist hier ja jetzt noch nicht der Fall. Aber wenn es da wohnt, dann hat es ja Fichtenzapfen zum Beispiel oben auf den Bäumen das ganze Jahr über. Und da muss es sich gar keine Vorräte anlegen. Dann kann es sich, wann immer es gerade einen haben möchte, einfach einen Zapfen direkt oben aus der Baumkrone holen. Und ja, ja gut. Jetzt gehe ich auch weiter. So, hier sind wir jetzt auf der Hat-nicht-funktioniert-Fläche. Und was hat hier nicht funktioniert? Naja, also wenn man sich die Mühe macht, hier diese schönen Plastikröhrchen hinzustellen, dann macht man das deswegen, weil in den schönen Plastikröhrchen jeweils natürlich auch ein Bäumchen normalerweise drinstecken sollte. Tut's auch, nur sind sie großflächig schon ziemlich tot. Das hier ist jetzt tatsächlich mal ein Beispiel für dumm gelaufen aus Sicht desjenigen, der das hier eben waldwirtschaftlich entsprechend so angelegt hat. Das Dumme ist nämlich, A ist die Fläche zu kahl. Ja? Zu kahl für eben die Bedingungen, die dann hinterher geherrscht hat. Also besagte Fläche ist jetzt so circa 2-3 Jährchen alt, glaube ich. Müssten jetzt das dritte Jahr sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und das Dumme ist, nach dem Kahlschlag hier, ja, weil im Grunde ist das einer, hat man eben die Teile hier schön in Röhre entsprechend gepflanzt, damit sie nicht aufgefressen werden. Und dummerweise hatten wir dann wirklich noch ein bisschen Frost im Frühling. Ja? Einen späten Frost,
Das haben die erstmal abbekommen, die jungen, empfindlichen Eichen sind es übrigens, was da in den Röhrchen drin steckt. So, dann hatten wir zusätzlich einen sautrockenen Sommer. Danach hatten wir nochmal einen sautrockenen Sommer. Und im Resultat haben wir halt hier jetzt das Problem, dass von den eigentlich gepflanzten Eichen kaum noch was übrig ist. Stattdessen ist gewachsen alles mögliche andere, zeige ich euch gerade nochmal, per Naturverjüngung, also wirklich von sich aus aufgekommen. Und das wächst im Durchschnitt alles fast besser als die gepflanzten Eichen. Also das war wirklich hier Pech. Ja, ich persönlich hätte erstmal den Kahlschlag nicht gemacht. Ich habe auch damals, als das frisch war, nicht ganz verstanden, warum man hier jetzt unbedingt einen Kahlschlag hat machen müssen. Andererseits weiß ich auch nicht hundertprozentig, was hier vorher gestanden hat. Ja? Also es kann sein, dass der Bestand irgendwie krank gewesen ist, dass da irgendein Pathogen drin war, was man radikal loswerden wollte und deswegen einen Kahlschlag gemacht hat. Das wäre aber auch so ziemlich die einzige Erklärung, die für mich wirklich Sinn machen würde, das so zu tun, wie man es hier halt jetzt eben getan hat. Ich habe auch keine Ahnung, wer das jetzt getan hat. Ich vermute, dass das ein Privatwald ist, hier dieses kleine Stückchen, weil, ja, ich habe da so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Gut, wie gesagt, Eichen, nichts geworden. Schauen wir hier mal rein. Wir stellen fest, sieht eher mau aus. Und wenn wir in die anderen Dinger reinschauen, dann stellen wir fest, ja, da sieht es auch eher mau aus. Was es dafür aber gibt, muss ich nur aufpassen, dass ich mir hier nicht... Aua, ist natürlich alles sehr brombeerig. Das ist immer so bei solchen Flächen. Und ich habe nicht die perfekte Hose dafür an. Was es aber gibt, ist dieses Ding da. Ne? Und das ist eine Lärche. Und eine Lärche ist ja prädestiniert dafür, Pionier zu sein. Und Pionier bedeutet, die Lärche kann wunderbar auf irgendwelche Kahlflächen gehen, die eventuell auch ein mieses Klima aufweisen, mordsmäßig exponiert dastehen und trotzdem wunderbar wachsen, weil dieser Lärche hier geht super. Eine Lärche ist auch eine durchaus wertvolle Baumart, die jetzt entsprechend hier ein bisschen zu fördern und später, wenn der Wald hier weiter hochkommt, die eben entsprechend als wertvollen Baum in den Endbestand übernehmen zu wollen, wäre auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Also es gibt schon auch Sachen, die hier schön hochkommen. Da drüben haben wir noch ein paar Lärchen, da hinten haben wir noch ein paar Lärchen. Es gibt ein paar kleine Kiefern, die sind allerdings noch recht klein, ziemlich weit unten. Es gibt einen Haufen Gebüschzeugs, was man jetzt nicht brauchen kann, um damit irgendwie Geld zu verdienen. Cornus Mars ist da, bisschen Faulbaum ist da, Frangula Alnus, du stinkst. Nein, das ist ein alter Spruch aus dem Studium. Wir haben ja verschiedene Baumarten gehabt, denen wir unterstellt haben, dass der lateinische Name ursprünglich ein Harry Potter Zauberspruch gewesen ist. Ja? Und dass man sich bei Harry Potter den lateinischen Namen der entsprechenden Baumart abgeguckt hat. Zum Beispiel Frangula Alnus. Ein Zauber, der dazu führt, dass das Gegenüber jetzt anfängt, ganz schlimm zu stinken. Jedenfalls, das hier eben diese Kahlfläche. Und ganz ehrlich, im momentanen Zustand habe ich mit manchen Sträuchern auch so ein bisschen Bestimmungsschwierigkeiten. Da bei dem Teil würde ich mich jetzt ohne Buch nicht aus dem Fenster lehnen wollen und ganz sicher sagen können, was das jetzt genau ist. Ja, ich gucke mich hier noch ein bisschen um und ansonsten gehen wir auch wieder weiter. Ja, nee, also inzwischen muss man ganz klar sagen, also das mit der Eiche hier, das hat sich nicht gelohnt. Ein paar Eichen sind durchgekommen, das Ding hier, das sieht so halbwegs so aus, wie es aussehen sollte. Das ist ganz okay. Oh, jetzt kommt der Trecker, da verschwinde ich mal lieber aus der Verjüngung, das wird nicht so gern gesehen. Aber ja, wir sind ja auch durch, ne? Also, nächster Stopp woanders. Ja, doch noch ein Stopp beim Kahlschlag. Und zwar, Gewinner von Kahlschlägen sind oft halt eben die entsprechenden Straucharten, die wir so haben. Weil wenn du die absägst, ja, und nicht gleich ausbuddelst, die haben im Regelfall ein deutlich besseres Wiederausschlagvermögen, als das eben bei richtigen Bäumen der Fall ist. Gerade dadurch, dass sie halt dann eben auch von ihrer Basis aus, man spricht da auch von Wuchsform Basitonie, weil die von der Basis aus quasi ganz viele Äste nach oben abzweigen lassen und ein Baum, der erst einen Stamm braucht, bevor er sich oben als Krone verzweigt, der hat halt den Nachteil, dass der Stamm halt erstmal da sein muss und wenn man den halt abschneidet,
dann fehlt der Stamm und dann hat er ein massiveres Problem, als das eben bei so einem Strauch der Fall ist. Daher ist es schon beeindruckend, was hier von der Strauchvegetation hier schon wieder hingewachsen ist. Zumal das ein alter Wurzelstock ist und wie gesagt, die Fläche ist jetzt 3 Jahre alt, ne? Und der hat schon wieder diese Höhe erreicht. Das geht nur deswegen, weil die Wurzel ja viel älter ist und damit die Wurzel viel mehr Nährstoffe, Wasser und so weiter aufnehmen kann. Auch noch Reserven hatte beim Zeitpunkt des Abschneidens und daher ein enormer Wuchsvorsprung halt da gewesen ist, weshalb er mit den Reserven schnell wieder viele Blätter hat erzeugen können und jetzt auch schon eine ordentliche Photosynthese hat, was man halt eben von den fehlenden Eichen nicht gerade behaupten kann. Ich schätze mal, dass so etwa 60% entweder ausgefallen sind oder doch stark geschädigt. Und das ist jetzt wirklich keine besonders gute Quote, zumal man so viele auch nicht gepflanzt hat. Ne? Je mehr man davon pflanzt, desto mehr hat man natürlich noch eine Reserve, wenn was ausfällt. Das ist hier also schon wirklich bemerkenswert schlecht gelaufen. Dafür kann in so gesehen derjenige, der es gemacht hat, halt eben nur begrenzt was, weil das Wetter und das Klima dann halt eben, beziehungsweise die Witterung genau genommen, so ungünstig gewesen sind, das hat man natürlich vorher nicht ahnen können. Aber nochmal, ich verstehe nicht, warum das hier ein Kahlschlag ist. Das hätte ich auf jeden Fall nicht gemacht. So, hier haben wir jetzt ein Blütenmeer und duften tun sie. Evelyn meint, ich muss an meinem Image arbeiten, darf nicht allzu viel von Blüten und schönen Schleedörnern begeistert sein, weil dann muss ich demnächst noch einen Mangoigel schnitzen, wenn ich jetzt anfange von Blüten begeistert zu sein. Gell, Schatz? Alte Tratschtante du bist. Ja! So, ich habe doch sonst nichts zu sagen. Ich muss doch sagen, was Frau sagt. Ja, also das hier ist eine Schlehe im blühenden Zustand. Üblicherweise, oh Mann, da ist voll viel unterwegs. Hier, da brummt es ja richtig. Seht ihr die Insektchen? Da fliegt so einiges rum. Ich hoffe, man kann sie erkennen. Kann ich nicht sagen, dafür ist das Display zu klein. Aber ja, hier ist einiges unterwegs. Schlehe erkennt man erstens am charakteristischen Geruch. Die hat so ein leichtes Mandelaroma. Also man muss schon wirklich in so ein Büschel hier den Kolben ordentlich reinstecken. Ah, dann riecht die aber wirklich sehr angenehm. Fast schon lecker. Theoretisch kann man an den Blüten auch rumkauen, bringt nur nichts. Und ja, blüht, wenn sie blüht, halt wirklich sehr, sehr, sehr üppig. Ist ja auch komplett eben für die Verbreitung auf verschiedene Insekten angewiesen. Und das macht sie eben dann auch sehr gründlich. Hier haben wir ziemlich große, ziemlich alte Schlehen. Wie man sehen kann, wenn man hier unten reinguckt. Da ist also ordentlich was los und die sind hier auch tatsächlich als Obst angepflanzt. Ja? Also sind dafür da, dass man hier Schlehenbeeren gewinnen möchte, um damit vermutlich Schnaps, gehe ich mal schwer von aus, herzustellen. Oder zumindest war das mal der Plan. Ob das jetzt noch gemacht wird, kann ich nicht sagen. Ich bin hier zwar nicht weit weg von zu Hause, aber hätte ich es noch nie gesehen, dass hier mal jemand Schlehen geerntet hätte. Aber andererseits, so oft komme ich jetzt auch wieder nicht vorbei. Schlehe kann man übrigens auch dahingehend schön erkennen, weil, wenn man jetzt hingeht und schaut, Blüten sind da, Laubblätter sind noch lange nicht da, ja nicht mal im Ansatz, man sieht da überhaupt nichts von grün, alles nur komplett weiß. Und das ist ein gutes Bestimmungsmerkmal, dass es sich um die Schlehe handelt. Bei den anderen Dorngewächsen, sage ich jetzt mal, da ist es oft so, dass Blätter und Blüten mehr oder weniger gleichzeitig erscheinen oder die Blätter da sind, bevor die Blüten rauskommen. Schlehe ist also immer die erste von den dornigen Sträuchern, die blüht. Ja? Und nochmal kurz zur Demonstration, dass es sich tatsächlich um was Dorniges handelt. Hier seht ihr den. Da ist er. Der ist jetzt nicht so spitz, aber diese abstehenden Seitenästchen, die enden oft. Oh, da habe ich einen Spitzer. Oft mit Spitze. Hier, der da ist auch relativ spitz. Das sollte jetzt gleich halbwegs scharf gestellt werden, bitte. Danke. Naja, so halbwegs. Ich hoffe, man kann es erahnen. Und ja, wirklich, wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Und duften tun die. Okay.
Ja, auch ein interessantes Corona-Phänomen. Die Leute haben Zeit, um in den Wald rumzusägen, ne? Im Hintergrund. Jetzt ist gerade momentan wieder etwas still, aber eben haben sie ordentlich vor sich hingesägt. Also es sind mindestens an zwei Stellen, wo gerade hier gesägt wird. Naja, gut, warum nicht, ne? So, folgendes. Wir haben hier ein bisschen Holz rumliegen. Und zwar sind das sehr gute Qualitäten. Und es ist hier recht undeutlich. Ich habe das schon viel deutlicher gesehen. Das verwirrt mich fast ein wenig. Aber das müsste Douglasie sein. Douglasie hat nämlich ein Kernholz, ein rötlicheres und drumherum einen gelblicheren Splint, ist in diesem Licht erstaunlich ungut zu sehen, aber kann eigentlich fast nichts anderes. Es ist definitiv keine Kiefer, weil stehen hier weit und breit keine. Schlicht und ergreifend, Kiefer und Douglasie kann man ganz gut verwechseln ansonsten. Man könnte auch Lärche und Douglasie ganz gut verwechseln, aber auch Lärche wäre mir jetzt ganz neu, dass hier in der Gegend irgendwo welche rumstehen würden. Und damit kann es eigentlich fast nur die Douglasie sein, was man auch unter anderem daran erkennt, dass die Jahrringe, dafür müssten wir näher ran, gehen wir mal näher ran. Schaut mal, also wir haben hier wirklich ordentliche Jahrringdurchmesser. Die ist sehr schnell gewachsen. Dieses Exemplar, und das kann eigentlich nur eine Fichte sein, wenn sie dann wirklich super Bedingungen hat, oder halt eben eine Douglasie, die schafft das auch bei nicht super Bedingungen. Entsprechend gute Holzqualität haben wir hier. Es ist mal was anderes als die obligatorische Fichte, die man zurzeit ja überall quasi von Appel und Ei oder gratis oder gegen die Logistikkosten nachgeschmissen bekommt. Und damit ist es eigentlich schon mal was ganz Schönes, mal was anderes da zu haben. Und offensichtlich wurden die hier ordentlich nachgefragt. Die sind nämlich auch schon verkauft. Sieht man auch an dem Märkchen, dass die bereits erfasst worden sind. Man haut auch nur dann solche Nummern hier rein, wenn es ein bisschen was Wertvolleres ist. Ne? Weniger gutes Holz, weniger wertvolle Polter, und ihr seht, das Ding ist ordentlich lang, geschätzte 18 Meter oder sowas sind die jeweils. Weniger wertvolle Polter, da markiert man gar nicht jeden einzeln mit so einem Plastikdingens. Da sprühst du dann außen irgendwo drauf, wem es gehört. Ne? Und der soll sich selber abholen und gut ist. Das ist also definitiv was Besseres, gerade eben auch in Zeiten von massiv anfallendem Fichtenholz. Scheinbar auch was ganz gut bezahlt worden ist. Qualität ist prima. Relativ wenige Äste, wie man sehen kann, wenn man mal den Stamm entlangläuft. Und man hat sogar das Geld nicht gescheut, die hier zu entrinden. Das heißt, hier war die große Entrindemaschine. Das heißt, irgendein Kranwagen im Prinzip, irgendwas mit einem langen Greifarm, wo man vorne, das muss also gar nicht erst, muss nicht zwingend vor Spezialausrüstung sein, aber vorne dran hängt man dann ein Entrindungsaggregat, sage ich jetzt mal vorsichtig. Das besteht aus so lustigen Walzen, die so ein bisschen Zähne dran haben, die ein bisschen scharf sind. Und das walzt sich dann bzw. beißt sich dann entlang des Stamms und dreht den dann da quasi so durch, weshalb dann eben dieses Drehmuster hier entsteht. Und dabei wird er dann relativ schonend entrindet, relativ gründlich entrindet. Also viel ist hier wirklich nicht mehr dran. Und vor allen Dingen viel zu wenig, als dass dann noch irgendwelche rindenbrütenden Insekten drunter leben könnten. Und trotzdem bleibt das Holz im Regelfall fast unverletzt. Ne? Also die alleräußersten Schichten kann man dann schon, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt für Furnier verwenden, aber die alleräußersten will man dafür auch nicht verwenden. Dann nimmt man halt, keine Ahnung, was weiß ich, 3-4 mm vom Holz weg. Und danach ist es super, tolle Qualität. Und gerade auch der da drüben, der letzte, der hat schon wirklich eine ordentliche Qualität. Also das sind schöne Stämme, alles was recht ist. Und dann lohnt sich's halt auch, die wirklich mal in gesamter Länge entsprechend zu verkaufen. Und ja. Also allein der Aufwand, dass nur wegen diesen paar Stämmen in Anführungszeichen, okay, da vorne liegen auch noch welche, da hinten. Aber trotzdem, auch wenn man die hier und die da vorne zusammenzählt und davon ausgeht, dass es mal ein paar mehr waren, die schon wieder weg sind, dann ist der Aufwand deswegen extra einen Entrinder kommen zu lassen schon relativ hoch. Und hier können wir auch sehen, was mit der Rinde passiert ist. Da liegt sie rum. Kann man entweder wieder in den Wald kippen, kann man zu Rindenmulch verarbeiten, beziehungsweise einfach in Säcke füllen, mitnehmen und im Baumarkt verhökern. Ja, ganz so einfach ist es dann auch nicht, aber im Grunde läuft es darauf hinaus, das ist nichts anderes als Rindenmulch. Ja, fix und fertig, da wird nicht mehr viel noch mitgemacht.
Und ja, das sind so die zwei Möglichkeiten. Allerdings, da stecken auch ein Haufen Nährstoffe drin, die dem Wald jetzt dann fehlen, wenn man das also nicht im Wald liegen lässt. Und da hängt es davon ab, ob man jetzt einen guten Standort hat oder einen schlechten. Wenn der Standort eh schon schlecht ist, dann ist der Export dieser Nährstoffe, wenn man das also jetzt aus dem Wald rausholt, schon was, was dem Wald hinterher fehlt. Dann wäre es eine Option, dass sie jetzt einfach in irgendeinen, ja, fast wie so eine Schneekanone quasi reinzupacken und dann Rindenmulch in den Wald zu pusten mit der Schneekanone. Ja, das macht natürlich keiner, aber für die Nährstoffrückführung wäre das durchaus eine Option. Und ich persönlich frage mich ja immer, wann der Moment kommen könnte, in dem die Forstwirtschaft auf solche Ideen kommt, einfach weil ihnen die Nährstoffe am Waldboden fehlen und reguläres Düngen für den Wald halt auch nicht in Frage kommt. Ja, also hier nochmal die entsprechend schönen Stämme. Jetzt kommt da ein Auto, machen wir kurz einen Schnitt. So, ja, und das wäre es im Wesentlichen gewesen. Und mehr für heute eigentlich habe ich nicht mehr zu sagen. Da hinten hört der Wald dann auch schon wieder auf. Und ja, also das sind wirklich schöne, schöne Stämme. Da hat jemand hoffentlich einen guten Deal gemacht. Ja? Sowohl auf der Verkäufer- als auch auf der Einkäuferleiste, Seite. Ja, denke ich mal. So, also, das wäre es für heute. Dann wünsche ich frohes Quarantänieren, genau, und bleibt gesund, und wenn nicht, werdet es ganz schnell wieder, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, jetzt müssen wir bei den ganzen Details auch noch mal kurz klären, wie entsteht ein Moor, was ist ein Hochmoor. Grundsätzlich Hochmoore heißen deswegen so, nicht weil die irgendwo hoch oben sind, die gibt es auch durchaus in der Ebene, die kann es potenziell auch fast auf Meereshöhe geben, dann würden sie allerdings zu regelmäßig überschwemmt, deshalb ist das eher unwahrscheinlich, aber theoretisch wäre das auch möglich. Dass sie auf einem Berg sind, ist deswegen recht häufig, weil einfach die niederen Hochmoore, die Hochmoore in der Ebene, Niedersachsen war zum Beispiel mal voll von Hochmooren, inzwischen von uns einfach kanalisiert wurden, damit das Wasser rausfließt und damit ausgetrocknet sind und dann zum Acker umgewandelt worden. Also wir sind ja gut im Terraforming, wir Menschen, und dementsprechend sind Hochmoore einfach selten geworden, insbesondere in der Niederung, wo potenzielles Ackerland wäre. Hier oben mitten auf dem Berg interessiert es einfach keinen, und deswegen sind die Gebirgshochmoore einfach häufiger erhalten geblieben. Sie sind nicht häufiger entstanden, aber einfach als letztes noch übrig. So, ein Hochmoor ist definiert dadurch, dass es in die Höhe wächst, weil wenn wir irgendwo eine Senke haben beispielsweise, in diesem Fall wäre auf diesem Berg hier eine leichte Senke irgendwann mal gewesen, die könnte zum Beispiel durch einen Gletscher reingeformt worden sein, als es im Schwarzwald noch Gletscher gegeben hat, das wäre also schon deutlich länger her als die letzte Eiszeit, und in dieser Senke ist in diesem Fall hier der Buntsandstein freigelegt worden. Buntsandstein ist ein relativ undurchlässiges, mit wenigen, nur ganz wenigen Rissen ausgestattetes, durchgehendes, homogenes Gestein. Das bedeutet, wenn da wenig Risse drin sind, ist die Gesteinsplatte sozusagen relativ wasserdicht. Jetzt haben wir gleichzeitig hier oben den Faktor, dass wir hohe Niederschläge haben. Es regnet hier also ständig drauf. Und was passiert auf einer wasserdichten Gesteinsplatte, auf die es ständig drauf regnet? Na, es gibt erstmal eine Pfütze. Jetzt ist diese Gesteinsplatte aber wirklich nur ganz leicht ausgehöhlt. Das heißt, es gibt wirklich nur eine Pfütze, keinen richtigen See, der viele, viele Meter tief ist. Diese Pfütze reicht jetzt, um die meiste Vegetation auszuschließen, aber langfristig sammelt sich dann doch Biomasse in unserer Pfütze an. Und zwar immer mehr und immer mehr, absterbende Wasserpflanzen beispielsweise. Und irgendwann haben wir dann so eine Morastfläche. Und in dieser Morastfläche kann sich jetzt vielleicht eventuell auch gerne unser Torfmoos etablieren. Und das hat die wunderbare Eigenschaft, dass es auf sich selbst nach oben wächst. Also es wächst ein Stück hoch, stirbt unten ab, wächst noch ein Stück hoch, stirbt unten ab und wächst so immer weiter in die Höhe. Und da Torfmoose das 200-fache ihres Eigengewichts an Wasser aufnehmen können, ist es quasi ein großer Schwamm, der in die Höhe wächst. Und da das jetzt nicht nur ein einziges Moos ist, sondern ein riesiges Paket eben dieser Torfmoose, das schwammartig in die Höhe wächst, wird damit auch der Wasserstand quasi immer mehr in die Höhe gehoben. Und wir haben quasi letztendlich einen riesen Schwamm in der Landschaft, der immer, immer, immer höher wird. Und innerhalb eben dieser Erhöhung, dieser Moorlinse, die wirklich wie so eine Kuppe aufgebaut ist, sammelt sich eben das Wasser weiter an.
je höher so ein Moor wird, desto schwieriger wird es dann für die entsprechenden Pflanzen, die im Moor wachsen, noch irgendwie ans Grundwasser ranzukommen. Das Einzige, wo sie rankommen, ist eben nur das Moorwasser. Und das Moorwasser ist aufgrund dessen, dass da lange, lange Zeit nichts passiert, irgendwann wahnsinnig nährstoffarm. Da kommt ja auch von außen kein Nährstoff mehr rein. Das hat keinen Zufluss, das wird nur betrieben von Regenwasser. Man spricht bei Hochmooren auch von Regenmooren. Und damit ist die einzige Nährstoffquelle, die den Pflanzen hier im Moor zur Verfügung stellt, tatsächlich der Regen. Und der enthält nicht viele Nährstoffe. Und je höher das Moor eben, wie gesagt, wird, desto spezialisierter muss man sein, um als Pflanze innerhalb dieses Torfmoospolsters, dieses Torfmoosschwamms überleben zu können. Und ich hatte ja schon gesagt, fleischfressende Pflanzen wäre eben eine Anpassung, wie man dann trotzdem noch an seine Nährstoffe rankommt, obwohl hier im Moor eigentlich fast nichts zu finden ist. Jetzt muss ich kurz noch mich selbst korrigieren. Ich hatte ja eingangs gesagt, die Vegetation wird umso niedriger, je weiter man ins Moor kommt. Hinter mir seht ihr das schon, dass die meisten Bereiche um den See herum relativ niedrige Vegetation aufweisen und dann die Vegetation aufhört und der See quasi beginnt. Aber es gibt da hinten auch hohe Bäume. Hinter der Kamerafrau, danke übrigens Schatz, gibt es auch wieder relativ hohe Bäume und das, obwohl wir hier relativ weit drin sind im Moor. Ja, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es kaum noch Moore in Deutschland gibt, die 100% naturbelassen sind. Bei fast jedem Moor hat man irgendwann mal einen Graben gelegt, um es halt trocken zu legen, um die Fläche anderweitig nutzen zu können und wenn es auch nur für stinknormalen Fichtenwald ist. Und das ist hier leider auch passiert. Inzwischen ist alles wieder vernässt. Das Moor wächst wieder, die allermeisten Flächen entwickeln sich, wie sie sich entwickeln sollen. Man hat hier auch kaum, ein bisschen, aber kaum Torf abgebaut, weshalb das alles noch ein sehr gut erhaltenes Moor ist. Aber eben an sowas wie doch noch ordentlich vorhandenen Wald in der Nähe des Zentralmoores kann man immer ein bisschen ablesen, dass das nicht meistens nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen ist. Eine andere natürliche Ursache wäre, dass das Moor einfach noch sehr jung ist. Das ist hier aber jetzt nicht der Fall. So, also das zur generellen Moorbiologie, Torfmoos, ganz was Tolles. Ich würde euch welches zeigen, aber erstens, ich komme da nicht ran und zweitens steht es unter Naturschutz. Man darf es eigentlich nicht ausrufen und es muss auch nicht sein. So.